Ja moin, willkommen zu Folge 115. Diesmal geht das wieder in der Ritterwelt weiter. Die Folge 114 ist zwar schon ein paar Wochen her, aber dazwischen war auch Skerbeck und die Brickbörse in Hamburg. Und auf der Brickbörse konnte ich diese Käseecken in hellgrau ergattern. Denn diese kann ich immer gut in meinen Berg einbauen, denn es soll auch in diesem Bereich hier weitergehen. Der erste Abschnitt ist schon mal soweit fertig. Der zweite Abschnitt ist jetzt auch fertiggestellt. Der dritte und letzte Abschnitt ist jetzt auch geschafft. Moment, ich habe ja die Käseecken ganz vergessen. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, habe ich jetzt auch ein paar Käseecken platziert. Da mein Avatar-Mog aus Dänemark wieder zurückgekehrt ist, habe ich natürlich mal wieder ein paar Bäume hier. Und zwei davon, nein, sechs habe ich hier platziert. Da mir die Platzierung der Bäume noch nicht gefallen hat, habe ich diese noch einmal umgestellt. In dieser Folge habe ich auch schon wieder 2398 Steine verbaut, wovon 1914 in diese sechs Bäume flossen. Aus diesem Grund ist dann auch Schluss für heute. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal zwei Züge fahren. Zum einen die 60198, der Güterzug aus dem Jahre 2018, und die 4563, ebenfalls ein Güterzug, aber aus dem Jahre 1991. Und hier sind die beiden Züge. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Auf Anregung von Florian lasse ich diesen Zug, also den im äußeren Kreis, einmal anders herumfahren. Aus diesem Grund habe ich auch meine Signale umgesetzt.